Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich hatte es ja immer wieder schon mal gesagt, dass ich irgendwann mal in Sommerpause gehen würde. Und ich würde sagen, da ich jetzt so das meiste geschafft habe, also wie zum Beispiel der Funkantennenumschalter, der ist ja gefertigt worden, ja, der ist ja jetzt schon eine Weile oben. Da bin ich zwar immer noch nicht mit zufrieden, aber da komme ich später zu. Ja, was noch fehlt, ist Teil 5, in dem ich quasi mal alles teste mit euch und mit irgendeinen Stationen auf Funk. Aber ja, das wird auf jeden Fall Videomaterial werden für nach meinem Urlaub. Und ja, wie gesagt, hier, das kommt ja auch noch. Also jetzt irgendwann die Tage. Ich habe ja, wie ihr wisst, immer vorproduziert. Ja, genauso wie das neue Intro, was aber schon in diesem Video kommen wird. Ja, ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Urlaub, ja, von YouTube quasi. Nicht, dass ich jetzt hier nicht mehr zu sehen sein werde, aber ja, ich werde wahrscheinlich irgendwie auch wieder vorproduzieren, wie immer, vermute ich mal. Aber ja, es wird auf jeden Fall jetzt erstmal eine Zeit lang keine Videos kommen. Wann ich wiederkomme, kann ich jetzt noch gar nicht sagen, ob ich jetzt einen Monat, 2 Monate brauche oder so. Aber ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen Urlaub machen. Ich denke mal, ja, die meisten werden es wahrscheinlich auch verstehen, weil ja, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag mehr Videos mache, habe ich ja zumindest alle 2 Tage immer Videos gemacht, immer Dienstag, Donnerstag und Samstags. Soll auch weiterhin erstmal so bleiben, aber ja. Ich meine, ist ja auch ein bisschen Arbeit noch nebenbei, oder? Und was ich für meine Freizeit und so opfer. Und ja, wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt in der ganzen Zeit noch recht wenig Motorrad gefahren. Gut, das soll sich auf jeden Fall ändern. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch Motorrad fahren und ja, deswegen habe ich mir mal gedacht, ich werde dann das auf jeden Fall machen. Mich auch mal wieder vom Funk ein bisschen distanzieren und ja. Ja, das erstmal dazu. Was habe ich eventuell noch vor? Ach so, und auf ein paar Kommentaren wollte ich noch antworten. Und zwar, irgendwie vergesse ich immer die Namen. Ich weiß auch nicht. Es ging auf jeden Fall noch um Antennen. Und zwar. Ja, Offenbarung, genau. Offenbarung 2.9 hatte mir da einige Antennen zugeschrieben, die ich ja noch machen könnte und so weiter. Ja, das Problem ist, habe ich ja auch schon geschrieben, also das geht jetzt eigentlich nicht nur an Offenbarung, sondern eigentlich generell an alle. Ich wohne hier zur Miete. Das heißt, der Speicher oben gehört nicht mir, ne? Den nutze ich nur mit. Und wenn ich ehrlich bin, nutze ich sogar die meisten Räume davon. Ja. Weil die einfach keiner genutzt hat. Mein Vormieter hatte schon mehrere Räume genutzt, wo der ausgezogen ist, weil ich ja in seiner Wohnung eingezogen bin. Habe ich mir gedacht, jo, wie hat vorher hat er schon die Räume benutzt, dann mache ich das auch. Nutze ich die auch, ne? Ja, und so ist es auch die ganze Zeit geblieben. Also die Räume nutzen eigentlich nicht viele, aber wie gesagt, der Speicher oben gehört nicht mir. Deswegen kann ich antennenmäßig auch nicht zu viel machen. Und das soll man auch nach wie vor nicht sehen. Von daher kann ich keine riesigen Antennen da irgendwie unterbringen. Das wird schon schwierig. Aber er hatte mich auf diese Delta Loop Antenne gebracht. Ja, und die habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt. Ist ja auch eine Drahtantenne, mehr oder weniger. Nun muss sie ja, wie gesagt, ja, im Dreieck gespannt sein. Man kann die eben so machen, dass quasi das die Oberfläche unten ist und dann V-förmig nach unten geht. Oder eben umgekehrt, so viel vom Dach, ist die Idee eigentlich nicht schlecht. Ich muss nur gucken, ob ich sie wirklich bei mir umsetzen kann. Aber wäre natürlich noch eine Idee, solche Antennen auch zu bauen. Aber wie gesagt, habt erstmal ein bisschen Geduld mit mir. Ich bin ja gerade erst mehr oder weniger nach oben gezogen. Jetzt muss ich da wegen dem Funkantennenumschalter sogar noch Strom nach oben legen. Ja, es geht quasi jetzt vom Balkon aus. Drei Kabel hoch, zwei Antennenkabel und das Stromkabel noch. Und ja, auch geldmäßig habe ich jetzt erstmal genug investiert. Ich habe mir hier, wie gesagt, also
Alles drum und dran habe ich jetzt für diesen Funkantennenumschalter über 100 € ausbezahlt. Gehäuse und den Bausatz, der hat ja schon 50 € gekostet. Dann kam der Empfänger dazu und Netzteil, ne? Da muss man ja alles dazu rechnen. Ja, dann habe ich mir diesen Notchfilter hier geholt. Das waren auch nochmal eben 40 €. Also, wie gesagt, ich gehe zwar arbeiten, nur ich verdiene ja keinen, habe ja keinen vollen Job, da ich jetzt quasi 8 Stunden am Tag arbeite. Das kann ich ja körperlich schon gar nicht mehr. Das sind ja nur 520 €. Und wenn ich die gerade mal verdiene, weil jetzt darf ich diesen Monat schon gar nicht voll arbeiten gehen, weil ja Schulferien sind. Und da hat sich die Stadt Wuppertal einfach mal so entschieden, ja, die Halle muss jetzt nicht jeden Tag sauber gemacht werden. Ja, eigentlich sollte ich jetzt erstmal gar nicht arbeiten. Ich sollte eigentlich mit Zwangsurlaub geben. Ja, und da aber die Vereine trotzdem weiter trainieren, habe ich dann meiner Chefin gesagt, die hat dann auch nochmal mit der Stadt Wuppertal geredet. Und so darf ich wenigstens jetzt dreimal die Woche sauber machen. Das heißt, ich jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Ja, so kommen wir jetzt ein bisschen Geld rein. Ne? Ja, das sind auch Sachen, die ihr nicht wisst. Das wird also dann auch nächsten Monat weniger Geld geben für mich. Und wahrscheinlich den Juli, den August auch noch, weil da auch noch ein paar Tage sind. Weil ab dem 7. August ist quasi, sind die Schulferien wieder um und ab dann darf ich wieder täglich die Halle machen. Ja, so haben wir das auch geklärt. Ja, wie gesagt, es wird sich noch eine Menge tun, aber nicht, ich kann nicht alles auf einmal, weder vom Finanziellen her noch ja, sonst was wohl. Aber wie gesagt, Antennenvorschläge könnt ihr ja immer mal machen, wenn die klein sind. Man soll die also nicht sehen. Was ich gar nicht mehr brauche, sind Antennen für 2 Meter, weil da habe ich ja nur mal meine Antenne und mehr lässt sich da auch nicht machen. Und CB-antennenmäßig habe ich ja, wie gesagt, jetzt erstmal die Langdraht. Dafür muss ich mir aber auch mal einen Un-Un bauen, vielmehr wickeln. Ja, das sind auch nochmal eben, wie gesagt, bei Reichel Elektronik, wo ich mir schon Material beiseite gelegt habe, was ich nur noch anklicken muss zu kaufen. Ja. Dann wollte ich mir zweimal diesen W1JR wickeln. Davon wollte ich dann auch irgendwann mal ein Video machen. Und ja, dann habe ich mir auch vorsichtshalber noch ein paar Ferritkerne mal bestellt für irgendwas. Ne? Wie gesagt, also Balloons und, die braucht man ja. Also ich brauche auf jeden Fall für meinen Langdraht und wahrscheinlich für den Dipol den Balloon. Und dann, ja. Nicht mal weiter gucken. Ja, ich denke mal, das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Ich sag euch erstmal eine schöne Zeit ohne mich. Wie gesagt, wer meinen Kanal jetzt erst seit kurzem kennt, ich habe ja jetzt über 400 Videos hier drin. Gut, da sind jetzt auch Motorradvideos und Aquariumsvideos dabei, aber auch viele, viele Funkvideos. Wie gesagt, damals habe ich ja wirklich täglich Videos rausgebracht, ja, die ihr euch vielleicht angucken könnt, weil ihr die vielleicht noch nicht kennt. Ansonsten, ja, wie gesagt, wünsche ich euch eine schöne Zeit mit den anderen YouTubern und deren Videos. Und ja, ich sage einfach, ich hoffe, dass ich wieder gesund zurückkomme, aber ich denke nicht. Liegt ja so nichts an, zumindest weiß ich von nichts. Aber wie gesagt, in der Gesundheit steckt man ja auch nicht drin. Das kann ja, ja, wie damals jeden Tag auf einmal was passieren, ne? Und zack, liegt man im Krankenhaus. Na gut, da wollen wir auch gar nicht drüber nachdenken und ja. So, ich sage einfach bis zum nächsten Video in aller Frische nach meinem Urlaub. Ciao, Shirio und bye bye.